So, es geht in diesem Video um das Thema ADS, ADHS. Und zwar um die Frage, existiert diese Störung? Ist es eine Störung? Ist es eine Krankheit? Ist es keine Krankheit? Auch ein bisschen so als Videoantwort auf das Video von Dr. Hüter. Ich suche gerade das Video mit dem Titel ADHS ist keine Störung. Und ich sehe das ein bisschen differenzierter, muss ich sagen. Also ADHS ist keine Krankheit, das ist auch allgemeiner psychologischer Konsens. ADHS ist aber ein Störungsbild und das beschreibt aber einfach, also beziehungsweise es beschreibt nicht, dass ADHS an sich eine Störung ist, sondern das Wort Bild ist da ganz wichtig, also Störungsbild, was einfach heißt, dass es eine Darstellung von mehreren Faktoren ist. Was wiederum bedeutet, dass Störungen mit hineinspielen in dieses Störungsbild, aber nicht unbedingt die Ursache ist, dass also eine Störung im Gehirn vorherrscht und dann sagt man, der hat eine Störung und das ist dann ADHS, sondern es liegt generell eine Besonderheit im Gehirn vor und in den meisten Fällen führt das dann zur Störung und das möchte ich mit diesem Video dann näher beleuchten. Und diese Besonderheit, was jetzt eigentlich der Hauptfaktor ist, also sagt man, also dieses Störungsbild ist noch relativ unerforscht und weil es auch einfach extrem komplex ist, aber man sagt halt, hat sich darauf geeinigt, dass die Hauptursache oder die, man kann auch nicht mal sagen Ursache, aber eine Hauptbesonderheit, die halt wirklich einfach gemessen wird und da ist bei ADHS oder ADS, dass enorm viele Dopamin-Rücktransporter im Gehirn vorhanden sind. Also eine enorm erhöhte Zahl und dies kann dann halt zu, dies führt dann halt zu gewissen Folgen, die positiv und negativ sein können, beziehungsweise meist beides sind und das sind sehr komplexe, sehr vielschichtige Folgen und in Kombination mit einer unnatürlichen Welt führt es dann zu Reibereien. Dann kommt es dann halt zu Unaufmerksamkeit zum Beispiel, zu Hyperaktivität und das kann ja in der Arbeitswelt und auch Schulwelt dann halt zu Problemen führen und dann sagt man halt, dass das Lernen gestört ist. In dem Fall ist das Lernen dann halt gestört, aber dann stellt sich halt die Frage, ist es sinnvoll auf diese Art und Weise zu lernen und ist es überhaupt natürlich? Also in Kombination mit einem natürlichen Umfeld wäre es halt kein Störungsbild in den meisten Fällen, aber diese neurobiologische Besonderheit, ob dies genetisch ist oder nicht, die ist halt trotzdem dann vorhanden. Dann ist es aber halt nicht sinnvoll, denjenigen mit ADHS zu diagnostizieren, meiner Meinung nach, weil dieses ADHS halt ein Störungsbild beschreibt und so definiert ist. Und die Störungen, die entstehen halt mit einer natürlichen Umgebung in den meisten Fällen nicht. Aber dann müsste man halt einen anderen Begriff für diese Besonderheit entwickeln. Und dadurch kommt halt diese ganze Verwirrung, dass sich halt die Psychologen selber halt noch nicht einig sind, wie sie das genau definieren. Also und auch nicht, wie sie das diagnostizieren. Ob sie jetzt halt nur anhand dieser Besonderheiten diagnostizieren oder auch anhand der Störungen, die damit einhergehen. Weil oft brauchen die Menschen halt keine Hilfe bei der Hand, wenn halt keine Störungen sich dadurch entwickeln. Und dann macht es halt auch keinen Sinn, das zu diagnostizieren, weil eine Diagnose halt immer den Sinn hat, auch Hilfe bereitzustellen und zu therapieren. Und wenn halt derjenige damit halt sehr gut klarkommt, macht halt die Diagnose keinen Sinn. Kann aber dennoch Sinn machen, quasi, weil man dann halt weiß, wie man tickt und dann halt seine Lebensqualität noch mehr verbessern kann und sich besser selber kennenlernt. Aber die Bezeichnung ADHS ist nicht mal für das Störungsbild meiner Meinung nach ein passender Begriff. Also es heißt ja Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom oder Störung. Und die Unaufmerksamkeit und die Hyperaktivität, das sind beides halt lediglich Symptomatiken, beziehungsweise also es trifft damit halt, dass Symptomatiken sind nicht den wahren und auch relevanten Kern dieses Störungsbildes, sondern beschreibt einfach nur das, was Außenstehende am ehesten wahrnehmen und was
diese Leute am ehesten, also was das Umfeld an einem oder an diesen Betroffenen am ehesten stört. Zum Beispiel auch die Berufswelt und die, ja, die ganze Bildungswelt, dass die Leute halt unaufmerksam sind, hyperaktiv sind. Aber das sind halt lediglich Symptome. Und die Symptome sind wiederum Kompensationsstrategien. Aber es trifft halt nicht die wahre Ursache von diesem Störungsbild. Um das kurz zu erklären, die Hyperaktivität kommt daher, es läuft halt, wie gesagt, alles auf die erhöhte Anzahl von Dopaminrücktransportern hin. Dadurch wird das Hormon Dopamin, was halt auch fürs Lernen in einem großen Maße verantwortlich ist, also das wird sehr schnell weitertransportiert, einfach weil halt mehr Rücktransporter da sind. Und deswegen kann dann halt nicht so gut gelernt werden in dem konventionellen Sinne, sondern es wird einfach anders gelernt. Man könnte sagen, chaotischer, aber chaotisch, das bewerten dann viele wieder, was aber eigentlich keine Bewertung ist, es ist einfach nur eine andere Form des Lernens. Man kann auch sagen, einfach kreativer, es wird einfach kreativer gelernt. Also man kann halt nicht lange bei einer Sache stehen bleiben, sondern lernt einfach von einem ganzen Feld sozusagen und gleichzeitig und sprunghaft so. Aber man lernt es halt trotzdem und es ist einfach nur eine andere Art des Lernens. Man kommt halt mit den konventionellen Lernweisen nicht so klar. Und die Hyperaktivität, die kommt dann halt daher, dass man sich versucht dann anzupassen an die konventionellen Vorgaben und Regeln und dafür hat man halt nicht genug Konzentration, nicht genug Ausdauer, weil das Dopamin halt, wie gesagt, sehr schnell wieder weitertransportiert wird. Aber man braucht da halt für die Konzentration, um dieses starre Lernen, sage ich mal, zu bewerkstelligen, braucht man dann halt mehr Dopamin in diesem Moment, damit wieder ein Ausgleich herrscht zu den erhöhten Dopaminrücktransportern. Und durch Hyperaktivität zum Beispiel, also durch Bewegung, wird nämlich sehr viel Dopamin generiert. Und das passiert dann halt unterbewusst, dass man hyperaktiv wird, damit man genug Dopamin hat, um dieser Situation, der man jetzt gestellt ist, von der Schule, von der Arbeitswelt, vom Umfeld, um sich dem halt wirklich stellen zu können, um halt konzentriert zu bleiben, starr zu bleiben quasi, um auf diese Art zu lernen, die halt vorgegeben ist, aber eigentlich für diese Kinder unnatürlich ist und meiner Meinung nach auch allgemein unnatürlich ist. Also ja, das wäre dann noch weiterführend als dieses Video, deswegen nehme ich da jetzt keine erweiterte Stellung zu. Und die Unaufmerksamkeit ist im Prinzip genau das gleiche, also es hat sich damit ja schon erklärt. Beziehungsweise man könnte dazu noch sagen, zu der Unaufmerksamkeit, dass eine andere Strategie, Kompensationsstrategie bei ADHS ist, nämlich genau die gegenteilige, statt hyperaktiv zu sein, abzuschalten. Also dass man die äußeren Reize einfach abschaltet, weil man durch diese erhöhten Dopaminrücktransportern nimmt man sehr viel Sinneswahrnehmung auch wahr. Weil man halt nicht bei einer Sache, also sich nicht auf eine Sache fokussieren kann, sondern halt sehr viele Sachen gleichzeitig auf einen einströmen. Und diese Welt ist einfach so komplex und schnelllebig geworden, dass man halt dann alles gleichzeitig wahrnimmt und auch total viel Input herrscht und da ist. Und dann schaltet man halt ab, um sich davor zu schützen, vor diesem Input. Und dann hat man halt keine Hyperaktivität, sondern eine sogenannte Hypoaktivität. Dass man halt nach innen gerichtet ist und dann halt auch eher rumträumt und es auch zu verarbeiten, so diese Dinge. Ja, und es ist auf jeden Fall tödlich zu sagen, als abschließendes Wort, dass ADHS halt nicht existieren würde, dass es halt nur eine Erfindung der Pharmaindustrie sei, weil das für Betroffene, die halt wirklich, also viele davon oder der überwiegende Teil, der leidet halt extrem unter diesem Störungsbild, weil halt die Reibereien mit dieser unnatürlichen Welt und den Anforderungen halt so extrem ist und viele einfach sagen, ja, du bist einfach nur faul und dumm. Dabei können sie einfach nichts dafür, weil das einfach von der Neurobiologie, die halt auch wirklich gemessen wird und bewiesen werden kann, einfach so ist, dass sie sich nicht konzentrieren können auf diese Vorgaben, die herrschen, die meiner Meinung nach unnatürlich sind. Und
Da dann halt zu sagen, ja, das ist nur eine Erfindung von irgendwas und du hast gar keine Störung, das ist dann halt ein Todesurteil, weil nämlich genau diese Sachen, dass man sich selber als dumm und faul fühlt, das sind halt so die Hauptbegleiterscheinungen von ADHSlern. Weil die das halt ständig eingeredet bekommen von Leuten, die halt keine Ahnung davon haben. Und das führt bei den meisten sogar halt in tiefe Depressionen und macht das ganze Leben kaputt. Und dann halt wirklich dann noch zu sagen, ja, das existiert nicht, ist nur eine Erfindung der Pharmaindustrie, das ist halt wie ein Todesstoß sozusagen. Und da sollte man halt wirklich sehr achtsam mit dieser Aussage umgehen, meiner Meinung nach. Und das Ganze auch halt differenzierter betrachten. Und ich habe bisher noch keinen einzigen Menschen gesehen auf der ganzen Welt, der das halt so differenziert betrachtet. Und deswegen finde ich das wichtig, dass ich halt auch meine Meinung dazu halt gebe. Weil ich finde, ganz ehrlich, ich finde meine Meinung da eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ohne das jetzt irgendwie selbstverherrlichend zu meinen. Aber auch von dem Feedback her von meinen früheren ADHS-Videos verlinke ich auch, genau wie das Video vom Dr. Hüter. Dass das Feedback war da halt komplett positiv halt und ja, da gab es halt bisher noch keinen Vergleichbaren, der es halt so erklärt hat. Und deswegen gibt es dieses Video und ich hoffe, ich mache auch noch weitere Videos dazu und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.